Hat sich bei Ihrer Bekehrung jemand zu Ihnen gesetzt und gesagt, lass mich dir erklären, was mit dir passiert ist. Ich will mit dir über Gott sprechen, sodass du verstehst, wer Jesus in seiner Beziehung zum Vater ist. Ich will, dass du Gegenwart, Werk und Macht des Heiligen Geistes, der beginnt in deinem Leben zu wirken, verstehst. Ich will dir verstehen helfen, dass du, nachdem du Christ geworden bist, Verantwortung trägst. Denn du hast gesagt, du wärst bereit, ein Nachfolger von Jesus Christus zu werden. Hat Ihnen jemand gesagt, das sind ein paar Dinge, die du wissen musst, nachdem du Christ geworden bist? Ich bitte Sie, aufmerksam zuzuhören, denn es gibt eine Bibelstelle, die genau das anspricht. Bedenken Sie für einen Moment den Ernst dessen. Jesus Christus als Ihren Retter anzunehmen und durch einen Willensakt zu beschließen, ihm nachzufolgen. Schlagen Sie dazu bitte den Philipperbrief Kapitel 2 auf. Beginnend mit Vers 5 sagt uns die Heilige Schrift, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Achten Sie auf die nächste Formulierung. Also aufgrund all dessen. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Das sind mit die wichtigsten Verse der Bibel für eine christliche Lebensführung. Vermutlich haben die meisten sie gelesen und gedacht, ich frage mich, was damit gemeint ist. Nun, lassen Sie uns deshalb über drei Punkte sprechen, die ich mit Ihnen ansehen möchte. Das Erste, worüber wir sprechen wollen, ist die Person von Jesus Christus und sein Platz in Ihrem Leben. Sie sagen, oh, ich bin schon seit vielen Jahren Christ. Hören Sie bitte aufmerksam zu. Wer ist er? Viele meinen, er war ein Mensch, der am Kreuz für meine Sünden starb. Hören Sie, was Paulus sagte, nämlich, dass Jesus Christus der Mensch gewordene Sohn Gottes war. Was so viel heißt, dass er Gott war, der Mensch wurde. Dadurch konnte für uns begreifbar werden, wer und wie Gott ist. Genau das bringt Paulus in dieser Bibelstelle zum Ausdruck, indem er sagt, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, Jesus kam als Gottes Sohn in diese Welt und machte sich im Gehorsam gegen den Vater selbst zum Diener. Doch nicht nur das. Die Schrift sagt, er war der Erscheinung nach als Mensch erkannt, erniedrigte sich selbst. Also ein Mensch wie jeder andere, doch ohne Sünde. Aber nicht nur das, die Schrift sagt an dieser Stelle, dass er dem Vater gehorsam war bis ans Kreuz. Das heißt, der Grund, weshalb Jesus kam, war, um für sie zu sterben. Hören Sie, wenn Gott der Vater seinen Sohn Jesus sandte, um am Kreuz zu sterben, damit ihnen vergeben werden kann und sie eine rechte Beziehung zu ihm haben und in den Himmel kommen können, dann muss an einem Leben in Sünde etwas sehr, sehr Ernstes sein. Denn der Vater sandte seinen Sohn, um vollständig für ihre Sündenschuld zu bezahlen. Für uns der einzige Weg, je in den Himmel zu kommen. Paulus sagt, Jesus kam, um am Kreuz für unsere Sünden zu bezahlen. Das ist er und darum geht es ihm. Weiter sagt Paulus in diesem Abschnitt, weil er dies tat.
hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, die existieren. Das heißt, der Name von Jesus ist der höchste, den es gibt. Kein Name hat höhere Qualität. Keiner ist göttlicher. Kein Name hat so eine Macht und Kraft wie der Name von Jesus Christus. Er, der Vater, gab ihm diesen außerordentlichen Namen. Doch die Heilige Schrift sagt nicht nur das, sondern darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen von Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und das heißt, Jesus Christus kam als Herr, nicht nur als Retter. Eines Tages würde sich jedes Knie beugen, jede Zunge bekennen. Bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lassen Sie mich das Wort Herr erläutern. Im Kern bedeutet es, er ist der Chef. Herr bedeutet hier, er ist der souveräne Schöpfer, wie Paulus ihn im Kolosserbrief nennt. In ihm und durch ihn sind alle Dinge erschaffen und bestehen durch ihn. Er ist das Haupt. Wenn Sie Jesus Christus als Ihren Retter angenommen haben, wurden Ihnen Ihre Sünden vergeben. Und Sie nahmen damit auch die Position ein, Jesus Christus nachzufolgen. Zu vielen, die sich zu Jesus Christus als Retter bekehrten, hat nie einer dazu etwas gesagt. Sie sagen, ich habe Jesus als Retter angenommen, nun bin ich Christ. Ein Christ, der was tut, wie lebt. Kein Name kommt seinem Namen gleich. Er ist der Herr. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen. Warum? Bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Wille des Vaters, dass ich bekenne, dass er mein Herr ist. Ich sage es zeitgemäßer. Ich sehe Jesus Christus als meinen Retter und konkret in meinem Alltag. Er ist der Boss. Er hat das Recht, jedes einzelne Spiel in meinem Leben zu leiten, mir zu sagen, wo es lang geht. Er hat nicht nur die Autorität und Macht, mir zu sagen, was ich tun soll, sondern auch mich dafür zu befähigen. Er ist der Herr in unserem Leben. Irgendwo unterwegs haben wir Jesus Christus als Retter vom Herrn und Chefsein abgetrennt. Wenn Sie ihm seine Position als Herr streitig machen und sagen, als meinen Retter nehme ich ihn an, doch die Chefsache sagt mir nichts. Wissen Sie was? Er ist nicht zwei Personen, sondern Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Die Bibel sagt, dass er der Herr erhöht ist, zu des Vaters Ruhm und Ehre. Deshalb müssen wir zunächst begreifen, wer er ist und welchen Platz er in unserem Leben einnimmt. Das bringt Paulus in diesem ersten Abschnitt zum Ausdruck. Hören Sie, was er in Vers 11 sagt, dass alle Zunge bekennen sollen, sich beugen sollen aller derer Knie. Das ist der Wille des Vaters. Hören Sie, was im nächsten Vers passiert. Nachdem Paulus all dies gesagt hatte, fährt er fort. Also, das heißt deshalb, darum, deswegen. Also, meine Lieben, wie ihr stets gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Was meint er damit, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern? Nun, Paulus schrieb an Christen, denn am Beginn seines Briefes schreibt er im ersten Vers an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Er spricht also zu Christen. Und in diesem besonderen Abschnitt sagt er, während ich bei euch war, seid ihr sehr gehorsam gewesen und dem Werk des Herrn nachgefolgt. Und jetzt, während meiner Abwesenheit, tut ihr es ebenso. Das ist wunderbar. Er sagte, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was meinte er damit? Viele denken dabei an etwas, was zu den trügerischsten Ideen des Teufels zählt und das auch noch erfolgreich. Denn wenn Paulus sagt, schaffet, dass ihr selig werdet, meint er eben nicht, schaffet, dass ihr errettet werdet. Darum, dass ihr errettet seid, geht an die Arbeit. Das ist etwas völlig anderes. Denn sehen Sie, vielen wurde gesagt, wenn du ein guter Mensch bist, ordentlich lebst, kommst du in den Himmel
Und Gott erkennt das an. Also lebe einfach anständig. Was ist überhaupt ein anständiges Leben? Sehen Sie sich nur diesen Irrtum an. Denn es ist das, was Satan unseligen Leuten einflüstert. Wenn Sie Ihre Freunde oder Arbeitskollegen fragen, was meinst du, wenn du einmal vor Gott stehst? Warum wird er dich in den Himmel lassen? Naja, ich bin ein netter, guter und kein schlechter Mensch. Ich stehle nicht, betrüge nicht, ich bin auch kein Ehebrecher. Ich war noch nie im Gefängnis und mache täglich meine Arbeit. Warum sollte ich nicht in den Himmel kommen? Es dreht sich alles ums Ich. Hören Sie, dies ist einer der kritischsten Punkte in der Bibel überhaupt. Gott akzeptiert uns aus einem einfachen Grund, nicht wegen unserer Werke. Weil Errettung nicht auf meiner Eigenleistung beruht, sondern auf dem, was Jesus tat, als er ans Kreuz ging. Darum geht es bei der Errettung. Denn sehen Sie, Gott will Gerechtigkeit in unserem Leben. Doch unter uns ist nicht einer, der von sich aus gerecht wäre. Jeder von uns sündigte. Wir könnten uns nie mit unserer Gerechtigkeit brüsten, nur mit unseren Werken. Aber sehen Sie, worum Gott sich am Kreuz kümmerte, das war unser Sündenproblem, nicht unsere Werke. Von Natur aus sind wir Sünder. Deshalb geht es nicht um unsere Taten, sondern um unsere Sünde. Gott kümmerte sich um unsere Sünden und das kostete ihn das Leben seines Sohnes. Als er am Kreuz starb, machte er es für jeden möglich, der ihn als Erlöser akzeptierte, ein Kind Gottes zu werden und sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Den Leuten, die meinen, ihre guten Werke brächten sie in den Himmel, sage ich, durch gute Taten kommen sie nicht in den Himmel, mein Freund. Sie können mir nicht einen Bibelvers zeigen, der das belegt, doch ich kann Ihnen eine ganze Reihe Verse zeigen, die besagen, dass sie es nicht können. Brächten gute Taten sie in den Himmel, hätte Gott seinen größten Fehler begangen, als er seinen Sohn für unsere Sünden kreuzigen ließ. Aber Gott machte keine Fehler. Und so sandte er ihn ans Kreuz, als einzigen Weg, um unsere Sündenschuld vollständig zu begleichen. Das vor Augen sehen wir uns Philipper 2, Vers 12 an. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was meint er damit? Einfach Folgendes. Wir sollen, hören Sie, unserer Bekehrung Taten folgen lassen. Sie soll Wirkung zeigen. Für mich bedeutet das, jetzt, nachdem ich Jesus Christus als meinen Heiland angenommen habe, werde ich nach dem, was Gott in mich hineingelegt hat, leben, was dem Leben von Christus in mir entspricht. Als Sie Jesus als Ihren Retter annahmen, kam der Heilige Geist in Ihr Leben, so sagt es die Bibel. Gott wirkt mit und durch diesen Heiligen Geist in Ihrem und meinem Leben. Das ist ein beständiger Prozess. Er sagt, schaffe, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Das heißt, wir sollen so leben, dass jemand erkennt, dass wir anders sind. Deshalb sagt er, dass sie, nachdem sie ihn als Erlöser angenommen haben, wie Salz sind. Für manche mag es heilsam sein, andere regen sich darüber auf. Je nachdem, sie sollen Salz und Licht sein. Christen üben Einfluss aus, indem sie gottgefällig leben und anerkennen, dass Jesus ihr Meister ist. Sie ihm folgen, weil sie ihn lieben und sie begriffen haben, was er für sie getan hat. Und was geschieht? Ihr Leben beeinflusst das Leben anderer. Ich will Ihnen klar machen, dass der Umstand, dass Ihnen all das niemand schon früher erklärt hat, keine Entschuldigung ist. Sie sagen, wissen Sie, ich will ja mein Bestes geben. Sie haben es gehört, dass Jesus der Herr Ihres Lebens ist, durch Sie lebt und wirkt, um seine Absicht mit Ihnen zu vollenden. Was bedeutet das? Es besagt, dass Sie und ich Verantwortung tragen. Wenn ich ihn als Retter annehme, schreibt er meinen Namen ins Buch des Lebens. Ich weiß, ich komme in den Himmel und ich trage Verantwortung. Jesus Christus ist der Herr Ihres Lebens und hat den großartigsten Plan. Doch Sie müssen bereit sein, seiner Leitung und Führung zu folgen. Das heißt, das ist für mich jeden Morgen schon beim Aufstehen klar. Durch meine Gespräche mit anderen, durch mein Verhalten und meinen Charakter. In gewisser Weise übe ich Einfluss aus.
Das will er von Ihnen. Sehen Sie, Leute sagen, also wissen Sie, ich kann weder predigen noch lehren. Keines von beiden braucht Sie zu tun, denn durch Ihr Handeln senden Sie bereits eine Botschaft aus. Egal, ob jemand von der Kanzel herab predigt oder durch sein Leben. Menschen senden Botschaften aus. Was ich von Ihnen wissen will, ist, welche Botschaft senden Sie aus? Senden Sie die Botschaft aus, dass Sie durch Gottes Gnade errettet sind, Sie Frieden und Freude im Herzen haben? Senden Sie die Botschaft aus, dass Gottes Kraft in Ihrem Leben wirkt? Senden Sie die Botschaft aus, dass so ein Leben mit Abstand das Beste ist? Welche Botschaften nehmen andere an Ihnen wahr? Dass Gott Gebete erhört? Dass Sie Ihr Vertrauen in ihn setzen, weil er sagt, er wird es wohl machen? Sie senden Botschaften aus. Paulus sagt, schaffet, und er lobte sie für ihren Gehorsam, ob er bei ihnen war oder auch nicht. Schaffet. Was tun Sie zu Hause, was Christus in Ihnen bewirkt hat? Und wie steht es damit an Ihrem Arbeitsplatz? Was sieht und hört man da von Ihnen? Was prägt Ihre Lebensweise? Wie verhalten Sie sich, wenn schmutzige Witze erzählt werden? Lachen Sie mit oder gehen Sie weg? Sagen Sie Nein, wenn Dinge vorgeschlagen werden, die nach Ihrer tiefsten Überzeugung unehrenhaft sind? Sagen Sie vielleicht oder sagen Sie klar doch? Wenn Sie irgendwohin eingeladen werden, wo Sie genau wissen, dass dort ein Kind Gottes nichts zu suchen hat, sagen Sie Ja oder Nein? Hören Sie, je bewusster Ihnen das Herrsein von Jesus Christus ist, der in Ihnen wohnt, je mehr Sie sich seiner Gegenwart gewiss sind, umso direkter geben Sie die richtige Antwort. Es gibt eine Verantwortung, gottgefällig zu leben. Sie sollen es schaffen. Paulus sagt also zuerst, du musst wissen, welchen Platz Jesus in deinem Leben einnimmt. Und zweitens musst du anerkennen, dass du Verantwortung hast. Sie sind dafür verantwortlich, auszuleben, was er in sie gelegt hat. Die dritte Sache, so sagt er, ist einfach die, jeder von uns verfügt über kraftvolle Ressourcen in sich. Hören Sie, was Paulus zu sagen hat. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was ist gemeint? Soll das heißen, dass ich ängstlich sein muss? Nein, es bedeutet, was ich Ihnen oft sage. Es muss Ihnen ernst sein. Gehen Sie mit Jesus Christus, seinem Herrsein, nicht lässig um. Spielt es also eine Rolle, was Sie reden, tun, wo Sie hingehen? Ja, tut es. Mit Furcht und Zittern bedeutet nicht, dass ich Angst haben soll, etwas falsch zu machen. Wir alle machen Fehler. Es bedeutet vielmehr, dass es mir ernst darum ist, dass Jesus mein Herr ist und dass ich dies so ernst nehme, dass ich sorgfältig abwäge, bevor ich meine Entscheidung treffe. Wenn Jesus mein Herr ist, ist es eine ernste Sache. Denn sehen Sie, wir reden über ewiges Leben, nicht über ein paar Jährchen. Wir reden über ewiges Leben, ewige Belohnung, darüber, dass wir Jesus beim Wort nahmen, als er sagte, folgt mir nach. Als Sie ihn als Ihren Heiland annahmen, hörten Sie keine laute Stimme. Doch ich sage Ihnen, sein Geist sprach zu Ihrem Geist, auch wenn Sie noch jung waren, folge mir. Ich werde dich niemals irreführen, sondern immer recht führen. Er sagt, mit Furcht und Zittern. Sehen Sie sich diesen letzten Punkt an. Er besagt, dass wir die wirksamsten Mittel und Quellen haben. Ich liebe das, was Paulus sagt und wie er es tut. Das Letzte, das er anspricht, ist, denn Gott ist es, in Vers 13, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum das so wichtig ist. Gott ist es, der seinen Willen in uns legt.
In jeder Situation wird er Ihnen sagen, was er von Ihnen erwartet. Wenn er will, dass Sie handeln, wird er es Ihnen klar machen. Er sagt nicht nur, dass er uns seinen Willen mitteilt, sondern er schenkt auch das, wie er sagt, vollbringen. Nie würde er uns etwas auftragen, wozu er uns nicht auch befähigt. Ich bin Typen begegnet, die von Gott den Ruf bekamen zu predigen und die sagten, das kann ich nicht. Damit rebellierten sie gegen Gott, indem sie sagten, ich kann das nicht. Sie glauben diesen Bibelvers nicht, obwohl es ein kraftvoller Vers ist. Hören Sie, er sagt den Gott ist's, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Was so viel heißt wie, dass Sie sich, wenn er Ihnen etwas aufs Herz legt, auf ihn verlassen können. Er wird da sein und es gelingen lassen. Was immer er Ihnen aufträgt, er hat sich verpflichtet, Sie zu befähigen, Ihnen Kraft zu geben, um es zu verwirklichen. Was kann ermutigender sein, als dass Gott sagt, ich bin in dir am Werk, mein Wille geschieht. Es hängt nicht nur an uns. Erinnern Sie sich an diesen Bibelvers, denn sehen Sie, was immer Gott will, wird er auch tun. Es klingt sehr einfach, dennoch ist es kraftvoll, weil es Gottes einzigartiges Versprechen ist, was immer er von Ihnen verlangt. Sie können sich darauf verlassen, dass er Sie auch dazu befähigt. Seien Sie sich nur sicher, dass es wirklich Gottes Wille ist, dass er es Ihnen sagte und nicht ein anderer. Ich will noch eine wesentliche Sache aufgreifen, die Paulus hier anspricht, indem er in Vers 13 sagt, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nun, was ist das? Was erfreut Gott? Wodurch meinen Sie, könnten Sie Gott die größte Freude bereiten? Wenn er heute auf Ihr Leben sieht, was meinen Sie, würde er sehen an Ihnen, was ihm menschlich gesprochen Freude macht? Hören Sie, Gott hat Wohlgefallen daran, dass wir ihm nachfolgen und Christus immer ähnlicher werden, indem wir unsere Bekehrungserlebnisse praktizieren, um ihm ähnlicher zu werden. Das bringt ihm die größte Ehre. Hören Sie, es kommt Gott viel mehr darauf an, was wir in seinen Augen werden, als das, was wir tun. Er hat gesagt, dass er in uns nach seinem Willen wirken wird, was ihm größte Freude macht. Römer 8,29 belegt dies biblisch. Er sagt, er hat uns ausersehen, uns vorherbestimmt, dass Sie und ich dem Bild seines Sohnes ähnlicher werden. Das ist Gottes Wille, seine Absicht und sein Plan für Ihr Leben. Wenn Sie sein Herrsein anerkennen, dass er der Chef im Leben ist, Chefs aber nicht mögen, dann vergessen Sie eines nicht. Er ist liebevoll, freundlich, großzügig und ich könnte gerade so weitermachen mit Gottes wunderbaren Eigenschaften. Er ist der Chef, aber er führt uns voller Freude zu unserem Besten. Es ist ihm eine echte Freude, wenn Sie und ich in seinem Geiste leben. Ich blende 4 Aussagen hier auf dem Screen ein, weil ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben will, sie zu notieren. Denn sie fassen die komplette Predigt zusammen. Wir sind uns dessen bewusst, dass Jesus der menschgewordene Sohn Gottes ist und in unserem Leben herrscht. Beachten Sie zuerst seinen Platz und seine Position in Ihrem Leben. Zweitens, wir haben die persönliche Verantwortung, das zu leben, was er in uns gelegt hat, ein rechtschaffenes Leben zu führen, in unserer Verantwortung. Und drittens ist es nicht nur Gottes Wollen, sondern auch sein Vollbringen in uns. Dieses fantastische Versprechen haben Sie. Und viertens, sein ultimatives Ziel für uns ist, Christus immer ähnlicher zu werden, dem Bild seines Sohnes gleich. Wenn Sie klug sind, schreiben Sie mit. Hören Sie dann von jemandem, der sich frisch bekehrt hat.
können sie für diesen zum Segen werden, wenn sie sich mit ihm zusammensetzen und sagen, lass mich dir einfach vier Dinge zeigen, die dir in deinem Christenleben helfen. Denn darauf kommt es im Leben eines Christen an. Vater, wir lieben und preisen dich und danken dir, dass du so eine Verpflichtung eingegangen bist, dass was immer dein Wille für uns ist, du wirst dich für uns einsetzen. Dafür sagen wir dir Danke, weil es bedeutet, dass wir niemals in die Lage kommen, deinen kostbaren Willen nicht zu tun. Ich bete für die Zuhörer, die Zuschauer, die dir nicht nachfolgen, obwohl sie schon oft darüber nachdachten, darüber sprachen oder es erwogen haben, aber sich nicht entscheiden konnten. Lege es ihnen ans Herz, dass es um eine ernste Angelegenheit, eine Ewigkeitssache geht. Es geht einzig um Jesu Tod am Kreuz und seinen Willen, durch uns dieses unbegreifbare, göttliche, vollkommen befriedigende Leben zu führen. Wir lieben und preisen dich, Vater, dass du uns so sehr liebst. In Jesu Namen. Amen. Amen.